Innsbruck, geht's euch gut? Noch? Noch? Denn jetzt kommt Physik. Mein Name ist Niederstädter Andreas. Ich schreibe zurzeit meine Masterarbeit am Institut für medizinische Physik in der Medizinischen Universität in Innsbruck. Auch wir Physiker sind normale Menschen. Auch wir gehen auf Partys. Auch wir werden gefragt, was machst du eigentlich? Nun ja, wir verbessern bestehende Mikroskopiemethoden und wir untersuchen Zellen mit Licht. Ich persönlich, ich nutze die Kräfte von Licht, um Zellen zu fangen und sie dann mit optischen Methoden zu charakterisieren. Also einfach gesagt, es geht um Licht, es geht um Optik. Ein Professor hat uns einmal in einer Einführungsvorlesung gesagt, Licht könnt ihr nicht verstehen, ihr könnt es nur beschreiben. Nun ja, mit dem Verstehen ist so eine Sache, es gibt wahrscheinlich mehrere Stufen. Wenn man alles versteht, ist man Philosoph, wenn man gar nichts versteht, dann ist man Politiker. ja. Jedenfalls hat die Physik in den letzten 150 Jahren zwei Methoden gefunden, um Licht zu beschreiben. Die eine Methode ist die Beschreibung als Teilchen, die zweite Methode ist die Beschreibung als Welle. Und für unsere Versuche benötigen wir vor allem die Wellennatur des Lichts. Licht kann man sich also so vorstellen oder ist eine elektromagnetische Welle, aber hier bewegen sich keine Wassermassen, sondern elektrische und magnetische Felder. Die Wellenlänge beschreibt die Farbe, also größere Wellenlänge, zum Beispiel die größte sichtbare Wellenlänge ist rot, die kleinste sichtbare Wellenlänge ist blau und eine Mischung aus allen Wellenlängen ergibt ein weißes Licht. Wenn man jetzt zwei Wellenlängen nimmt und die überlagert, also addiert sozusagen, dann kommt es zu interessanten Phänomenen. Wenn man jetzt, also wenn Wellenberg auf Wellenberg liegt und Wellental auf Wellental, dann addieren sich die zwei Wellen zu einer neuen, doppelt so großen Welle. Wir nehmen das mit unserem Auge dann als hellen Punkt wahr. Gibt es ein gegenphasiges Überlappen der Wellen, dann kommt es zu destruktiver Interferenz und die Wellen löschen sich aus. Um dieses Phänomen sichtbar zu machen, benötigt man Laser und ebenso eine normale Glühbirne. Da klappt das nicht, weil eben nicht die Wellenlänge übereinstimmt. Und jetzt bitte ich den Mann, der fragt, was ist meine Leistung? Das ist seine Leistung, er schaltet uns jetzt den Laser an und hier sehen wir jetzt so ein Muster, das ist ein klassisches Interferenzmuster. Ihr könnt euch jetzt alle mal am besten ein Auge zuhalten und drauf schauen, vielleicht machen wir alle das Gleiche, alle nur mit dem rechten Auge schauen. Und jetzt sieht man hier einen Fleck, der bleibt immer am gleichen Ort. Wenn man aber den Kopf bewegt, dann sollte man eine Körnung sehen, die sich mitbewegt. Ist das bei allen der Fall? Seht ihr die? Ja. Physik, das ist ja, oft sagen die Leute, Physik, das ist ja das Fach, wo die Versuche nie funktioniert haben. Also einfach genau hinschauen und den Kopf bewegen, dann sieht man die Körnung normal. Die Körnung, Ruhe bitte, wir haben nicht so viel Zeit. Die Körnung, die nennt man Speckles. Und das ist einfach ein klassisches Interferenzmuster. Die Wellen starten vom Laser, werden aufgeweitet und an der Papierfläche gestreut. Sie kommen durch unsere Linse auf der Netzhaut an und an der Netzhaut gibt es eben Punkte, wo die Laserwellen in Phase sind, also die Lage so übereinstimmt und andere Punkte, also gegenphasig. Deswegen haben wir die hellen und die dunklen Punkte. Und jetzt können wir eben einen Test machen. Also alle wieder ein Auge, nur das rechte Auge. Und wenn wir alle mal den Kopf nach rechts bewegen, bei wem bewegt sich dann auch das Muster nach rechts? Aufhalten bitte. Bei niemand. Ja, da eine Person. Ja. Gibt es Menschen, bei denen die Körnung am gleichen Fleck bleibt? Ja. Gibt es Menschen, bei denen die Körnung sich gegenläufig bewegt?
die sind kurzsichtig. Wirklich? Das ist ein extrem... Ruhe bitte! Nicht so viel Zeit. Das ist ein extrem sensibler Sehtest. Und bei Menschen, bei denen sich das Muster gegenläufig bewegt, da ist das Bild vor der Netzhaut und deswegen bewegt sich es gegenläufig. Nur bei Menschen mit einer perfekten Sicht bleibt es auf der gleichen Stelle. Was ich jetzt in meiner Forschung mache, ist, ich beobachte genau solche Interferenzmuster, die von Zellen unter dem Mikroskop gemacht werden. Dadurch kann man in Zukunft, jetzt kann man schon mechanische Eigenschaften von DNA messen. In Zukunft möchten wir hoffentlich kranke und gesunde Zellen unter dem Mikroskop unterscheiden können, dass sie unterschiedliche Interferenzmuster bilden. Weil wir aber noch nicht ganz genau wissen, was uns die Interferenzmuster alles verraten können, möchte ich abschließen mit einem Zitat von einem bekannten Nobelpreisträger, Richard Feynman, der gesagt hat, Wissenschaft ist wie Sex. Manchmal kommt was Sinnvolles dabei raus, aber das ist nicht der Grund, wieso wir es tun. Danke.